Liebe Selina, lieber Patrick, mit diesen Worten möchte ich euch heute herzlichst hier bei uns im schönen Pinzgau zu eurer freien Trauung auf Domshütte begrüßen. Selina, kennengelernt oder besser gesagt gesehen, habt euch ihr bereits schon im zweiten Alter vor 16 Jahren. Jedoch hat er für dich damals noch nie zu Recht in dein perfektes Partnerprofil passt. Seine langen Haare, das Ziegenbastel und seine Tendenz zu Heavy Metal Musik hat dir eher Angst gemacht. Da hast du gedacht, na ja, so ein Rebell möchte ich nicht gerade näher kennenlernen. Aber meistens kommst du dann anders, wie man meint. Bei einer Party habt ihr euch wieder getroffen. Und dir, Selina, ist dann aufgefallen, dass der Patrick eher der Typ ist, harte Schale, weicher Kern. Und ihr zwei werdet euch jetzt im ganz kleinen Kreise das Ja-Wort sagen. Und wenn zwei Herzen im gleichen Takt schlagen, dann sollen sie das ihr Leben lang tun. Und deshalb frage ich dich, lieber Patrick, versprichst du deiner Selina, ihr Weggefährte und bester Freund zu sein? Ihr Verbündeter bei Konflikten, ihr größter Fan und ihr härtester Kritiker. Ihr Begleiter auf Abenteuern, all eure gemeinsamen Momente wertzuschätzen und immer für sie da zu sein, wenn sie die braucht. Sie zu lieben und sie in ihrer Einzigartigkeit zu schätzen, dann antworte bitte mit einem lauten Ja. Ja. Selina, versprichst du deinem Patrick, dass du ihn mit jedem Schlag deines Herzens lieben wirst, dass er für dich immer die Nummer eins sein wird, seine Träume und Gedanken zu teilen, ihn immer zu unterstützen und dass er immer eine Freundin an seiner Seite hat, die ihn schätzt und liebt? Dann antworte auch du bitte mit einem lauten Ja. Ja. Seite an Seite, Hand in Hand, verbunden durch der Liebe Band, wird die Sehnsucht zweier Herzen still mit den Worten Ja, ich will. Und genau mit den Worten habt ihr jetzt euer Versprechen besiegelt. Und jetzt ist auch der Moment gekommen, auf den wir schon die ganze Zeit gewartet haben. Patrick, du darfst deine Selina jetzt küssen.